Fantastischen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Whispering Willows. Jo, anscheinend sind wir gerade... Hatte ich nicht das auf Vierraum benannt? Ach, egal. Und so geht's mit Elena weiterhin. Bullshit. Chapter 2, Nummer 4, im Garten. Genau, wir sind im Garten stehen geblieben. Wir hatten irgendwie so eine Leiche gefunden gehabt, so ein Hemd von dem Hausbesitzer, als er halt irgendeinen Jungen erschlagen hat. Irgendwas brauchte ich doch noch in diesem Garten. War es ein Schlüssel? Ah ne, eine Heckenschere oder so. Dudi. Ist nur die Frage, wie ich hier jetzt rauskomme. Das ist... Ja. Sie wünscht sich etwas, womit sie diesen Reben zerschneiden könnte. Anscheinend komme ich hier aber gar nicht mehr raus. Oder seht ihr noch irgendwo eine andere Tür? Natürlich noch ein platonischer Vertrag. Schließlich weiß ich ganz genau, das kommt erst, wenn ich sowieso... Ach. Was war hier? Die kaputte Statue. Ich habe hier, glaube ich, einen Schlüssel rausgeholt. Irgendeinen Schlüssel. Genau, hier war der Schlüssel fürs Gartentor. Ja. Seele, komm zurück. Gott. So, was war hier denn noch überall? Rein theoretisch könnte man damit doch den Reben zerstechen. Aber nee. Man muss ja alles schön und gut richtig machen, so. Nichts mit Theorie, sondern einfach nur Praxis. Und da ist dann eine Schere oder eine Machete doch besser geeignet. War ich hier schon mal drin? Hier ist ein Tor, hier ist auch sowas, so. Okay, hier war dieser erste Flötenspieler da, glaube ich. Wie komme ich denn hier raus wieder? Noch so ein flötenspielender Dude. Hier muss ich auch noch mal Sachen zerschneiden. Ja, blöd, wenn ich das nicht habe, das Gerät. Was willst denn du? Ja, nee. Dann gehe ich hier rein, aber hier war doch auch Design. Nee, wenn man da war, diese Männerbüste. War ich hier schon drin? Irgendwas muss ich ja finden, womit ich Sachen zerschneiden kann. Nee, jetzt, hier komme ich raus. Haha. Du hast Blumen gefunden, warum sammelst du nicht noch mehr für den Strauß? Genau. Oder finde ich hier im Garten irgendwas? Nee, Katakomben will ich nicht.
wollte noch mal kurz in dieses, in den Schuppen. Ne, nicht in den Gasthaus, nicht ins Gasthaus, sondern in den Schuppen. Gerätschuppen, genau. Hat noch irgendwas zu sagen? Ich sollte es nicht sagen, aber nachts hat Mr. Wolf um meine Hilfen gebeten. Bla bla bla. Ja, das hatten wir schon. Ja, ist ja gut. Ich darf nicht in Häusern rennen. Meine Güte. Ich vergesse es immer wieder. Hier ist ja dieser Jeremiah, dieser Gotham. Mein Hemd, ich habe es immer getragen seit diesem Tage, dem Tage des Massakers, aber was machst du damit? Bist du blablabla. Hier ist kleine Mädchen im Garten, immer nur am Rumschnüffeln. Ja, ist ja gut. Okay, warum lachst du jetzt so komisch? Aber wo findet man eine Heckenschere? Ich meine, die Heckenschere brauche ich auch, um ins Gewächshaus zu kommen. Genau. Wer erzählt ja was? Mein Mädchen das alte Willows Gewächshaus zu zeigen, zerschneiden. Ja, ja. Ich wünschte, ich hätte es, um den Rebe zu zerschneiden. Ja, und genau das suche ich auch, um im Garten auch weiterzukommen. Aber das Problem ist, ich finde das nicht. Was ist hier? Vorderseite der Villa, okay. Ich war ja schon in der Sternwarte, aber vielleicht hat sich ja irgendwas geändert. Und ich finde hier noch irgendwas, vielleicht. Ich muss offen gestehen, ich bin geschockiert. Es kommt mir vor, als hätte ich bereits eine Ewigkeit auf mein Geschäftstreffen mit Mr. Willows gewartet. Die Sonne hier ist so hell und warm. Ich könnte einfach ein Nickerchen machen. Okay, der Kollege scheint verbrannt zu sein. Zumindest sahen seine Hände so aus. Also, nichts Relevantes in der Sternwarte. Hier in dem Brunnen war ja der... Kann ich da nicht mal mehr rein? Okay. Habe ich ja den Falken miteinander vereint wieder. Die beiden sagen auch nichts Relevantes, glaube ich, mehr. Es war ja nur so, mir ist kalt. Nimm doch bitte meine Jacke, dann musst du nicht frieren, meine Dame. Aber nein, das kann ich ja nicht. Was ist mit denen eigentlich passiert? Sind die durchs Fenster gesprungen oder wie? Mal sehen, was sagt der, wenn... Okay. Ich dachte, man könnte irgendwie mit denen alleine reden. Aber nein, anscheinend nicht. So. Die Tür ist verschlossen, okay. Das ist unglaublich, vielleicht hat sogar so ein Dock. Nimm doch einfach diese Axt dort, damit kannst du auch Sachen zerschneiden. Mann! Ist doch nicht wahr. Und am Ende stellt sich heraus, es war gar nicht der Typ, sondern die Frau war an allem schuld zu, ne? So, hier war ich ja schon überall.
Kannst du das nicht weiterschieben? Doch. Mal gucken, ob ich das irgendwie runterschieben kann. Und dann, wenn ich das auf... wenn das so auf den Boden kommt, dass da irgendwas rauskommt. Hier machen wir auch nur diese eine Schlüssel, ne? Genau, hier oben. Hallo? Ach, egal. Ja, ist klar, ich kann nicht durchrennen. Mann. Warum will sie immer nicht in Gebäude rennen? Das ist doch Schwachsinn. Ach, geh da doch runter, Miedel. Gerecht haben. Es gab noch jemand, der von Werfen gestartet wusste, bevor ich verstorben bin. Er wollte mir jetzt mehr alles erzählen. Ah, das habe ich dir doch. Warum kann ich dir das nicht sagen? Und du gibst mir dafür ein Schwert? Hier oben waren einfach nur dieses kleine Ding. So. Hier war ich schon. Warte. War ich da schon drin? Hier ist aber auch nichts. Oh, hallo, ich bin einer von Burstums vielen Gästen, nett dich kennenzulernen. Ah, ne, hier. Okay. Da ist nichts mehr. So. Ich war doch dann jetzt überall. Wo zum Geier ist etwas, um das zu schneiden? Ich war im kompletten Garten. Da war nichts. Ich war jetzt in der kompletten Villa, da ist nichts. In Geräteschuppen, wo man was vermutet, ist nichts. In den Dings komme ich nicht mehr rein. Ja, hier ist Bursum. Ja. Hör doch mal auf, die ganze Zeit zu fragen, wo ist es? Ich weiß nicht mal, was du meinst. Also mit der Villa bin ich fertig. Die beiden weiß ich nicht, was sie wollen. Und in den Brunnen komme ich nicht mehr. In der Sternwarte war ich bereits. Hier ist dieser eine Typ, der gerne ins Gerät raus will, aber den Rebe nicht zerschneiden kann. Das heißt, irgendwo im Garten muss das sein. Aber die Frage ist, wo? Was für ein schöner alter Springbrunnen. Ich bin überrascht, dass er noch funktioniert. Ach, Quatsch. Geh rein.
Aha, war ich hier schon? Ah, hier ist jemand, der mit einem gebrochenen Kopf... Nee. Hubert Mann, man könnte sagen, dass ich jetzt in der Vorhölle bin, so wie es aussieht. Okay, aber hier ist noch eine Blume. Fuchsia-Blume. Das heißt, hier war ich noch nicht. Gut. Ja. Ha. Ein Hund. Befetter Hund. Beaufort. Ist der dann hier wieder? Irgendwo? Aha, aha. Bringt mir bloß nichts zu schweben, weil ich nicht durch Wände komme. Was komplett schwachsinnig ist, da ich ein Geist bin. Na gut, immerhin haben wir jetzt Beaufort kennengelernt. Und ja, ich würde sagen, ich beende hier erstmal den Part, bevor er Überlänge nimmt. Eigentlich nur noch tschüss, haut rein, meine Freunde, und willkommen im nächsten Part bei... Wir sehen uns das nächste Mal bei Whispering Willows. Ciao!